Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite, authentische Erfahrungsberichte und tiefgründiges Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Ich bin Danny und heute ist der Bernhard bei mir. Hallo. Kennen vielleicht schon einige, den Bernhard Hummel. Für die drei Leute, die jetzt zuschauen und dich noch nicht kennen, vielleicht ganz kurz eine Vorstellung von deinerseits, wer du bist, was du machst. Alles und klar. Vielleicht auch, woher wir uns kennen. Alles klar. Ja, vielen, vielen Dank erstmal, dass ich in deinem Video sein darf. Und hallo, liebe Community von Danny. Mein Name ist, wie du schon sagtest, Bernhard Hummel. Ich bin Privatanleger. Das ist der Grund, warum ich heute auch hauptsächlich hier bin, aber zugleich auch in mehreren Bereichen tätig. Ich versuche jetzt wirklich die Kurzfassung zu machen. Du hast das auf meinem Kanal vorher im Video gesagt. Es gibt übrigens ein zweites Video, wo wir genau die umgekehrte Rolle haben, wo ich den Danny ausgefragt habe. Das ist immer die Gefahr, dass man zu lange redet dabei. Ich habe genau das gleiche Problem, wie du jetzt gerade merkst. Sorry, guys for that. Aber vielleicht ganz kurz noch eine ganz kurze Zusammenfassung, dass ihr einen Eindruck bekommt. Ich habe jahrelang als Angestellter sehr viel gearbeitet in mehreren Berufen, habe vor 2 Jahren in etwa dann die ganzen Jobs gekündigt, wollte eigentlich mal eine Auszeit nehmen, habe aber parallel schon vor 6 Jahren in etwa begonnen mit Investments. Da wirst du mich, glaube ich, in weiterer Folge noch ein bisschen dazu fragen, deshalb kürze ich das jetzt mal ab. Ja. Bin jetzt weitestgehend finanziell frei und hat sich immer wieder viel Neues ergeben. Das heißt, ich betreibe jetzt 2 YouTube-Kanäle. Ich denke, du wirst sie in der Beschreibung geben, schreibe Bücher. Und das wäre so mal die Zusammenfassung. 2 Bereiche, Mobilitätsbereich, Führerschein und Investments. Ja. Wunderbares Intro. Man merkt so, wenn man sich das Intro von dem anderen Video anschaut, da sagt der Bernhard, okay, und wir sind hier und da. Und das ist einfach das Setting von mir jetzt nicht gut vorbereitet worden, muss ich zugeben. Stimmt ja, gar nicht. Also wir sind auf der Peer-to-Peer-Conference. Wir sitzen an einem wunderschönen See in Riga. Und heute ist der 2. Tag von der Peer-to-Peer-Conference, so ein bisschen eher laissez-faire, ein bisschen entspannt, ein bisschen mehr Fokus auf Networking, was ich glaube auch ein ganz guter Mix ist. Ja. Ich weiß nicht, wie es du siehst, gestern war geil, aber war sehr intensiv, ja. Die Intensität war sehr hoch so und viel Content, viel Networking so und ich finde heute ist gut als Ausgleich ein bisschen entspannter so und mal ein paar Minuten mehr haben, sich mit den Leuten zu befassen, zu beschäftigen. Ja. So, weiß ich, wie deine Eindrücke soweit von der Konferenz sind? Ja, sage ich gleich was dazu. Also sehe ich genauso wie du, Danny. Ich muss auch sagen, die letzten Tage waren intensiv. Man kann natürlich sagen, ja, hard life auf Investors. In Wirklichkeit wird sich viele das Leben wünschen. Wahrscheinlich, dass man hier sitzt und nachher vielleicht ein Bier aufmacht. Ja? Ja. Und das dann Arbeit nennt. Aber in Wahrheit ist es natürlich sehr wohl Arbeit. Gestern war sehr, sehr intensiv. Das Netzwerken, der Austausch, Videos machen, Dinge verstehen, mit CEOs sprechen. Und es waren auch die letzten Nächte sehr kurz. Jetzt werden wieder manche sagen, das Leben würde man sich wünschen, weil wir natürlich Afterpartys für Investoren hatten. Ja. Wo ich viele, viele wirklich wertvolle Menschen kennenlernen durfte, wo mir auch viel geholfen hat, dass ich doch eher... Also ich bin gar nicht so extrovertiert wahrscheinlich, aber durch die Videos natürlich geht man an die Öffentlichkeit und lernt selbst. Und das war für mich ein wichtiger Prozess. Und wenn ihr jetzt mir zuschaut, das ist für mich durchaus eine Überwindung, das zu machen. Ich habe lange Zeit enorm... Das sind ehrliche Worte, jetzt, die ich wieder nur in diesem Video gerade sage. Das ist jetzt ein Unikat, dieses Video quasi. Hummel exklusiv. Es ist in Wahrheit so, dass ich wirklich immer wieder so zum Schwitzen anfange sogar, wenn ich Videos mache. Oder früher vor allem das war. Das heißt, es war wirklich ein Prozess, das ist auch für mich ein Selbstlernprozess, sich zu trauen, dieses nach außen gehen. Aber nur dadurch eigentlich kann man so tolle Leute wirklich kennenlernen, erreichen und unheimlich viel mehr profitieren. Und ich kann das nur jedem anderen auch empfehlen, das zu überwinden und ich arbeite jetzt natürlich noch dran und deshalb bin ich auch unheimlich froh, wenn dann die Leute auch durch die Videos auf mich wieder zugehen, was natürlich jetzt hier geil ist, weil offensichtlich nahezu alle wirklich, bin ich unheimlich dankbar dafür, diese Videos, wie auch du, gesehen haben und daher sagen, ah, du bist der Bernhard und das macht es mir leichter dann zu kommunizieren. Genau. Ja, ganz, so ganz tolle Leute da. So haben wir uns kennengelernt, ne? Ganz genau. Da haben wir in dem anderen Video kurz besprochen. Ich habe den Bernhard mal angeschrieben, weil ich ein Video von ihm gesehen hatte, mit Thomas, dem Sparkojoten, wo du dein Peer-to-Peer-Portfolio vorgestellt hast und so ein bisschen auf die Kriterien noch eingegangen bist, wonach du Ausschau hältst oder wie du gerade die einzelne Plattform bewertest, auf denen du investierst. Sehr, sehr sehenswertes Video. Was mich interessieren würde, wenn wir mal auf das Peer-to-Peer-Thema kommen, erinnerst du dich noch, wann und wie du angefangen hast, in Peer-to-Peer-Kredit zu investieren? Oder vielleicht, wann du es erstmal auch sogar davon gehört hast? Mhm. In welchem Kontext? Also tatsächlich müssen wir ja sehr dankbar sein für die heutige Zeit. Ich weiß, ich hole wieder ein bisschen aus, aber es ist jetzt ein bisschen so ein relaxtes Video. Ich hoffe, das ist okay für deinen Kanal. Mach und wenn nicht, dann klickt das einfach weg. Aber ich mache jetzt einmal. Nämlich, welche Möglichkeiten, Informationen zu bekommen, wir heute haben. Ja?
durch Leute wie dich, die sich da einsetzen in dem Bereich und ihren Wissensteil weitergeben. Und das Schöne ist ja, jeder gibt das weiter gerade, was er gerade kann und weiß und trägt seinen Beitrag bei, dass wir in der Community gegenseitig voneinander profitieren können. Und so war es auch damals, als ich begonnen habe. Ich habe mal überlegt, was könnte ich für alternative Assets praktisch in meine Asset Allocation einbauen, damit ich nicht nur auf Aktien bin, weil das Ganze begann vor 6 Jahren, das Investment eben, war damals so, dass ich extrem viel gearbeitet habe, 60 bis 80 Wochenstunden, war eine andere Zeit und ich bin unheimlich dankbar für die Zeit, aber auch für das, was ich jetzt machen kann und hoffentlich weiter darf, weil es kann morgen schon wieder ganz anders sein. Und damals hatte ich sehr viel auf meinem Konto und mich hat die Bankberaterin angerufen und gesagt, hey, wir müssen was ändern. Sie haben da sehr viel auf ihrem Konto und bla bla bla. Ne? Kennen wir ja das ganze Bankberater bla bla halt. Ne? Ich habe mir damals halt blau gesagt, gut, setzen wir uns halt zusammen, ich habe in 2 Monaten Zeit. Ich kann mir frei nehmen vom Angestelltenjob, dann können wir uns mal einen Nachmittag zusammensetzen. Ne? Wann war das? Und das war vor 6 Jahren circa. Ne? Und die hat mich dann in einen Fonds hinein beraten, ist so, ja, und habe halt das dann nachher mal gemacht und dann kam ich aber drauf, dass dieser Fonds natürlich unheimlich viel Geld kostet, überhaupt keinen Sinn macht für Leute wie mich. Und dann bin ich richtig rein in das Thema Investments. Autodidaktisch. Das heißt, ich habe genau diese heutigen Möglichkeiten wie Videos. Klar, Koya Bakon hat da tolle Arbeit geleistet, zum Beispiel mit Aktien mit Kopf, ja, der mittlerweile ein Freund von uns ist und mit dem wir uns hier austauschen. Ja. Aber auch viele, viele andere Blogger, ja, mit dem Thema begonnen mich zu beschäftigen, aber eben nicht nur mit Videos, sondern habe dann auch Bücher mir natürlich entsprechend gekauft. Und ich glaube sogar bevor ich, man weiß nicht, was vorher war, ganz ehrlich, ist ja auch egal, ja, in welcher Reihenfolge, aber zum Beispiel Rich Dad Poor Dad, natürlich ein Buch von Kiyosaki, ja, ja. Das ich hier gelesen habe. Ich habe auch einen Link zusammengestellt, wo ich so die ersten 5 Bücher, die mich zur finanziellen Freiheit gebracht habe, zusammengefasst habe. Ja. Der geht auf dietop5.eu/bücher, vielleicht gebe ich dir den Link dann einfach rein, ja. Okay. Habe ich so meine 5 Einstiegsbücher, das sind die craziest Bücher, die du dir vorstellen könntest, weil das dabei, der Reich heißt die Geißen zum Beispiel. Super Buch, Alex Fischer. So, nein, das war jetzt falsch, das müssen wir schneiden, weil das habe ich nicht reingehaut. Aber es ist ein geiles Buch. Das können wir drin lassen. Nee, das wollte ich nicht. Nee, das habe ich nicht fertig gelesen. Das war nicht mein Buch. Nein. Von nichts kommt nichts, von den Geißens wollte ich sagen. Schau, da war jetzt einmal, weil sie dieser. Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Das waren die Geißens selbst geschrieben. Und okay. Das ist an sich auch ein sehr, sehr einfach geschriebenes Buch. Aber das Mindset von Robert Geißen im Zusammenhang hat mir tatsächlich einen Punkt gegeben. Ja. Und das hat vor allem gezeigt, dass du eigentlich nicht studiert haben musst, dass du nicht eine Matura, ein Abitur, wie man in Deutschland sagt, haben musst, sondern dass jemand, der einen Hauptschulabschluss hat, eigentlich unheimlich viel Kohle machen kann. Und ja, mittlerweile kenne ich auch viele Freunde von der Familie Geiss, weil ich halt auch in Saint-Tropez öfters unterwegs bin und Angestellte von ihnen persönlich über Freundschaft kenne. Und da wird natürlich viel geredet, das ist überhaupt keine Frage, auf das will ich jetzt weiter gar nicht eingehen, aber Fakt ist, es zeigt, dass du eigentlich mit einer finanziellen Intelligenz anders unterwegs bist als mit einer anderen Bildung vielleicht. Ja? Und so habe ich mit verschiedensten Informationsquellen und Büchern eben mich mit dem Thema beschäftigt und bin dann frei natürlich in weiterführende Bücher reingegangen, ja, und war mal im Aktienmarkt. Ja. Und dann kam diese weitere Asset Allocation P2P dazu, habe mich da mit Blogs eingelesen und so weiter und habe gemerkt, dass das in meinen Augen ein vom Risikoverhältnis zu den Renditechancen ein sehr, sehr attraktives Investment ist, wo wir eigentlich in einem unheimlich Early Stage sind in meinen Augen. Und auch wenn wir jetzt hier natürlich alle P2P kennen, na logisch, wenn wir auf der P2P-Conference sind, so wenn ich mit Freunden spreche, kennt das eigentlich noch fast keiner. Und selbst Bankmitarbeiter wissen nicht wirklich, was das ist. Und ich glaube, dass in diesem gesamten Fintech-Bereich und P2P unheimlich viel Potenzial in Wirklichkeit noch drinnen steckt und das Risiko überschaubar ist. Daher habe ich eine Asset Allocation von 25% P2P, 50% Aktien und 25% Cash circa. Und mehr dazu, damit jetzt das Interview nicht endlos lange wird, findet man einfach auf zahlreichen Interviews, die ich schon gemacht habe. Du hast ja auch die gefunden mit dem Thomas Sparkojoten und mit dem Lars Wrobel und mit all denen, die haben mich alle schon interviewt zu dem Thema, wofür ich sehr dankbar bin für den Austausch. Und das findet ihr auf bernhardhummel.at/presse. Ganz einfach, weil da habe ich das zusammengefasst, ist immer einfacher zu verwenden. Die ganzen Links ein. Das sind einfach die Interviews, wo ich interviewt wurde. Ja. Ja? Sag vielleicht noch ganz kurz, kannst du es auf ein Jahr beziffern, wann du in Peer-to-Peer-Kredite angefangen hast zu investieren und auch welche Plattform die ersten bei dir waren? Ja, gerne. Also das muss in etwa 2016 gewesen sein.
wo das begonnen hat, war vielleicht schon ein bisschen früher, die ersten Versuche, weil man geht natürlich mal langsam rein und probiert. Ja. Und die ersten Plattformen waren definitiv Pandora, was natürlich auch daran liegt, dass die ja schon am längsten am Markt sind, so ziemlich von diesen Playern im Baltikum. Ja. Wenn man jetzt von Aux Manet oder sowas aus Deutschland davon weggeht, weil ich halte von denen nichts, ich halte wesentlich mehr von der Weiterentwicklung der baltischen Plattformen und auch von dem Risikomanagement hier in Summe mit der Rendite, also beides besser in meinen Augen um Welten. Dann war es Twino tatsächlich und Mintos, das waren die ersten drei. Pandora, Mintos und Twino. Ja, ich glaube sogar Mintos ziemlich, ist ziemlich erst 2016, da bist du ziemlich gleich am Anfang. Da war ich ganz am Anfang. Das war ganz am Anfang. Es waren trotzdem damals so die ersten, die so ein bisschen populär wurden. Ja. Ja, das war Pandora die allererste und dann war Twino und Mintos. Ja. Ja. Was vielleicht jetzt ganz interessant ist, du hast ja schon gesagt, du hast eine bedeutende Cash-Position auch gehabt und wolltest das Geld dann investiert sehen. Als du jetzt Peer-to-Peer-Kredite für dich entdeckt hast und angefangen hast, wie hast du da konkret angefangen? Weil vielleicht viele Zuschauer denken sich auch, wie fange ich konkret an? Ja. Wie klein sollte ich erstmal antesten, so das Gefilde für mich? Du mit einer großen Cash-Position, ich kann mir vorstellen, du bist nicht sofort all-in gegangen, sondern du hast wie konkret angefangen und welche Kriterien waren für dich auch am Anfang wichtig? Ja. Also, erst einmal natürlich schaut man sich die Plattformen an. Damals gab es noch bei weitem weniger Mitbewerber. In Wahrheit muss man sagen, da waren noch nicht so viele B2B-Plattformen am Markt. Man schaut sich an, wie ist die Website aufgebaut, was ist dann auch die Eigentümerstruktur, war für mich ein bisschen wichtig dahinter. Kann ich das Team auf der Website finden? Bin ich das auf Google Maps? Weil damals waren wir noch viel mehr Early Stage als jetzt in Wahrheit, weil jetzt fahren wir dorthin überall und so weiter und haben eine B2B-Konferenz hier. Das gab es damals alles noch nicht. Ja? Und trotz alledem muss ich dann einen Punkt sagen, irgendwann, wenn man ein bisschen geschaut hat, ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, einfach machen. Einfach machen. Weil dann kommen die Leute und ja, und wie machst du das mit der Steuer und das wäre mir zu kompliziert und so weiter. So viele Hürden am Anfang gleich. Alter, mach einmal einfach und nachher schaue ich, wie ich das Problem löse, ja. Weil wenn ich dauernd diskutiere, wie viele dann auch in anderen Freundeskreisen, hier sind wir Macher, das ist keine Frage. Wenn du hier redest, jeder macht. Ja? Aber wenn du dann in Wien wieder bist, ja, dann sagen viele, na, ich hätte ja gemacht, wenn ich gewesen wäre und ich würde ja eigentlich gerne, aber warum machst du das nicht einfach, ja? Während die anderen noch diskutieren und recherchieren und forschen, verdienen wir schon Zinsen und haben das schon längst finanziert, den Steuerberater, der das Problem locker löst, wo ich gerade hier am Sand sitze, ja, der mir das einfach macht mit der Steuer und fertig. Ja, und habe schon längst reinverdient mit einem Monat Zinsen. Und deshalb sage ich mal, das Wichtigste ist, ja, ein bisschen vorher informieren, nicht blauäugig in irgendwelche Plattformen investieren, die möglicherweise oder in meinem Eindruck einfach Scam sind. Ich schaue, ob das noch aufnimmt, weil die Batterien langsam leer werden. Aber daher natürlich nicht einfach in Fraud oder in Scam. Ich muss schon natürlich eine gewisse Sicherheit entwickeln, mich austauschen, Erfahrungen von anderen Investoren ein bisschen austauschen. Aber dann ist auch der Punkt, wo ich machen muss, wo ich starten muss und mir nicht über alles Kopf zerbrechen muss. Und du hast es auch sehr schön vorhin in unserem anderen Interview gesagt, es gibt Leute, die berechnen ewig. Ist auch okay, ist deren Strategie. Aber ich sage dir ganz ehrlich, während die alle berechnen, mache ich lieber einfach was Neues. Ja, ist mir zu blöd, dass ich da jetzt so sehr ins Detail gehe. Return on time invested, ja, irgendwann, ja, einfach starten. Ich würde vielleicht jetzt am Ende, ich weiß nicht, wie lange wir das Video noch halten können, wegen der Batterie, ob wir jetzt gleich zu einem Ende kommen müssen. 10% noch das iPad und 10% noch ungefähr die Kamera, bisschen geht noch. Ich würde dich vielleicht noch drei Fragen stellen, bitte. Vielleicht kurz den Namen und vielleicht eine kurze Begründung noch dazu. Nummer 1, aktuell deine Lieblingsplattform im Peer-to-Peer-Bereich und, also welche und warum? Also bei mir ist es derzeit tatsächlich, wenn ich mich für einen entscheiden muss, und du hast die Frage so formuliert, weil ich habe mehrere Lieblingsplattformen, aber Nummer 1 würde ich Mintos sehen, und zwar einfach deswegen, weil ich dort am meisten investiert habe, und das ist vielleicht dann die authentischste Antwort. Zugleich habe ich auch mittlerweile einen unheimlich guten Draht zu Martin Sulte. Das ist der CEO von Mintos. Es ist mittlerweile auch wirklich eine Freundschaft, räume ich sagen, eine gegenseitige. Wir waren vor 2 Tagen gemeinsam Mittagessen und so weiter, und das ist natürlich vertrauensstärkend, und da braucht jetzt dann auch keiner sagen, dass ich jetzt nur weil ich den CEO kenne, komplett blind bin, was ich einmal in einem Interview mit Alex Black zum Beispiel dann gehört habe. Ja. Aber natürlich ist es trotzdem positiv zu sehen, wenn auch die menschliche Ebene zwischen dem Management passt. Das ist mir lieber, als ich habe jemanden, dem ich nicht vertraue. Ja. Ich meine, ganz klar. Ja. Was ist die Alternative? Ja. Ganz klar, ja. Okay, dann wäre die zweite, das ist so eine doppelte Frage sozusagen immer. Würdest du auch Mintos persönlich Neuling empfehlen? Also wenn jetzt jemand neu investiert, komplett neu, was ist die erste Plattform, die du empfehlen würdest und warum? Wäre es auch wieder Mintos? Also tatsächlich würde ich empfehlen, mit ungefähr 3 Plattformen zu starten. Okay. Oder 2, damit man zumindest mal ein bisschen auch das Aufteilung kennenlernt. Und ich muss das natürlich noch erweitern, aber warum?
weil du dann ein bisschen auch dann sozusagen abchecken kannst, so gegenseitig, und auch dann in weiterer Folge dann auf zwei aufbauen kannst, ja, oder auf mehreren. Allgemein würde ich empfehlen, mal vielleicht mit 1000 Euro zu beginnen pro Plattform und dann natürlich raufzugehen. Ja. Ich persönlich halte es so, weil das ist, glaube ich, die Anschlussfrage oder vielleicht die Doppelfrage. Ich bin derzeit auf 8 Plattformen insgesamt. Und jetzt haben wir 2 Punkte. Es gibt ja dann manche, die gehen in 20, 30, 40 Plattformen. Also das ist ja für mich Horror, weil ich einfach dann den Tax Consultant, den Steuerberater, ja unnötig mehr zahle. Und ich glaube, dass dann irgendwann die Diversifikation nicht mehr dann die Kosten rechtfertigt und den Aufwand. Ja? Und das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, wo ich auch zum Thema Plattformdiversifikation in Zukunft noch ein, zwei Videos machen möchte, dass das, glaube ich, nicht übertrieben werden darf aus vielerlei Hinsicht. Ja. Und ein Argument für mich, wo ich sage, es ist valide, über verschiedene Plattformen zu investieren, ist einfach, wenn man eine sehr hohe Cash-Position hat oder sehr viel Kapital hat, was man eben in Peer-to-Peer investieren möchte. Und hier sitzt jemand, der hat über 150.000, also über 150.000 Euro Depot, und der Mann sagt, er ist bei 8 Plattformen und es reicht ihm, das ist gut für ihn. Ganz klar. Und das glaube ich einfach nur mal so als Einordnung, so, aber da möchte ich auf jeden Fall auch noch viel Content zu diesem Thema liefern. Also ich werte natürlich, also am Anfang habe ich gedacht 10.000 pro Plattform, aber jetzt natürlich ist es mehr geworden, und mittlerweile werte ich halt ein bisschen auch, wie kenne ich das Management, wie kenne ich die Office, wie kenne ich die Leute dahinter. Wie ist natürlich die Rendite auch, das ist auch ein wichtiger Punkt, ganz klar. Ja. Das Geschäftsmodell dahinter und so weiter, das ist jetzt ein bisschen eine Wertigkeit. Aber wenn euch jetzt interessiert, welche Plattformen das sind, ich will jetzt nicht so weiter in dem Interview eingehen, weil es auch der Akku leer. Ja. Aber ich mache wieder einen Link einfach, wo man das findet. Sag einfach nur die zwei, drei Plattformen, die du Anfängern investierst. Ja, also prinzipiell, wenn ihr auf bernhummel.at/investments geht, dann findet man einfach meine 8 Plattformen. Ich würde mir da mal 3 raussuchen davon. Das sind die, denen ich das Vertrauen schenke. Ja. Keine Anlageempfehlung. Ich kann komplett daneben liegen. Und es können, wenn das Video ausgestrahlt wird, schon über mich jede Menge Leute lachen, weil sie sagen, der Depp hat bei denen investiert, das muss man immer dazu sagen. Aber nach meinem besten Wissen und Gewissen sind das die, wo ich jetzt mich also wohlfühle, diese 8 Plattformen. Ja. Und das sind zum Beispiel auch die Mintos eben zum Beispiel, durchaus auch Pondora, weil es ein anderes Geschäftsmodell ist. Estet Guru möchte ich auf jeden Fall erwähnen, wie deine Brille ist. Ich glaube, ich habe heute die von der Punkle AG, aber hauptsächlich geschnorrt. Ne? Ja, das würde ich so nehmen, aber schaut euch die 8 Plattformen an, klickt euch mal durch, auf die Plattform einfach raufklicken ist wichtig, weil im Endeffekt dort kriege ich den Eindruck dann. Wir können darüber quatschen dämlich, ja? Aber den Eindruck kriege ich, wenn ich auf den Link klicke, wenn ich mal reinschaue. Ja. Ja, und dann schließe ich sie oder sage, ich schaue da weiter rein. Ja. Ja? Abschließende Frage von meiner Seite. Ich würde mal interessieren, findest du, dass es momentan eine Plattform gibt, wo du sagst, die ist so ein bisschen unterbewertet, unter dem Radar, die Leute vielleicht jetzt nicht unbedingt als erste, zweite, dritte Plattform sich anschauen müssten, aber du sagst, eine sehr spannende Plattform aktuell, die du dir vielleicht auch persönlich näher anschaust, wo du sagst, hey, das ist was, da sollte man, so ein kleiner Geheimtipp von dir? Nee. Gibt's nicht? Nee. Also ich bin Mintos und Mintos ist kein Geheimtipp. Ja. Nee, das auf jeden Fall nicht. Also, ich meine, wie gesagt, meine 8 Plattformen sind ja kein Geheimnis, nicht? Die kennt man, ja. Ich schaue mir jetzt vielleicht in nächster Zeit wieder so 2, 3 neue an. Ich werde mir Bonster anschauen, da bin ich eben nicht investiert, ja, deshalb erwähne ich die jetzt extra. Ich werde mir vielleicht Groupier noch anschauen und ich werde mir vielleicht Robocash jetzt mal anschauen, doch, weil jetzt hier die Gespräche recht gut waren auf der Konferenz diesbezüglich und auch der Austausch mit anderen. Ja. Aber das würde ich jetzt keine Geheimtipp nehmen, sondern die muss ich mir jetzt mal anschauen, ob ich dort vielleicht eben dann 2 noch dazu nehme, damit ich final auf 10 Plattformen komme. Alles klar. Aber kein Geheimtipp, ne? Gut, alles klar. Ja, danke dir vielmals für deine Einblicke, für deine Ansichten. Gerne. Vielleicht nochmal kurz der Verweis, wir haben auch noch ein kleines Video auf dem Kanal von Bernhard gemacht. Da quatsche ich so ein bisschen über den größten Hebel, den ich beim Investieren sehe. Und noch 2, 3 weitere Themen. Super. Bernhard, vielen lieben Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Super, passt. Ja. Jetzt gehen wir wieder weiter Party machen. Jetzt gehen wir wieder. Und networken. Super. Akku leer. Ne? Ist noch drauf? Ciao. Letzte Sekunde. Tschüss, meine Lieben. Ciao.